Chrome Studios. Willkommen zum zweiten Teil der The Legend of Spyro Trilogie. Wir spielen The Legend of Spyro The Eternal Night. Das ist jetzt eigentlich auch schon ein Titel, der ziemlich lange her ist, ne? Ich weiß nicht, das war irgendwie 2007? Was, kann das sein? Das stand da gerade bestimmt im Intro, ne? Hab ich einfach so übersehen. Ja, und ich bin tatsächlich echt gespannt auf dieses Spiel, denn ich hab's jetzt zum einen wirklich früher mal gespielt und eigentlich auch ziemlich oft gespielt, aber ich hab vor, das Intro, ja gut, daran bin ich jetzt nicht schuld, dass sie das so kurz gemacht haben, nur ich hab hier reichlich viel vor. Ich hab mir eine Liste zusammengestellt über all die Sachen, die man zusammen, ja, die man finden kann, und ich hoffe, dass ich da wirklich alles finde, denn ich hab's selbst noch nie geschafft, wirklich alle Schreibfederkiele oder, ja, wie heißen die Dinger hier, Energiebalken, nicht Balken, diese Masken zu sammeln, und ich hoffe, dass es auch wirklich klappt, dass alles sehr rund geht. Wenn nicht, dann werde ich das im zweiten Durchlauf nochmal holen, denn man kann ja die Level nicht auswählen und ja, ist vielleicht ein bisschen nervig, aber naja, nach all der Zeit bin ich jetzt bereit, es zu schaffen, ja. Gut, wir haben hier noch die Möglichkeit, Extras anzusehen, das geht aber erst, ich weiß nicht, ob das erst ab dem Ende des Spiels geht oder ob da jetzt beispielsweise Sachen wie Credits schon gehen. Das ist sowieso unwichtig. Wir werden uns in den Extras nach dem Spiel, nach der Story definitiv noch etwas anschauen. Denn da gibt es noch einen kleinen Bonus-Modus. Also im Grunde ein Modus, der nicht komplett anders ist als das normale Spiel an sich. So. Das Obrige war einfach nur, ja, eine gescheiterte Aufnahme. Weil, das kann ich ja gleich auch mal ansprechen. Aber erstmal zur Story, ne? Sierra präsentiert. Eine Chrome Studios Produktion mit Synchronsprechern, die nur auf der amerikanischen Version so vorzufinden sind. Also für uns unwichtig, denn wir spielen auf Deutsch. Und wir spielen The Legend of Spyro The Eternal Night. Mein Meister kehrt zurück. Wir kommen zu spät. Sie ist wie ich. Wir müssen hier weg. Sofort. Ich kann sie nicht hier lassen. Ich muss sie retten. Was? Die Bestie retten, die uns töten wollte? Das war nicht ihre Schuld. Der Dunkelmeister hat sie benutzt. Jetzt können wir gehen. Spyro. Spyro. Das Ende von A New Beginning. Spyro, Cinder und Sparks fliehen aus der Konvexität. Und eventuell ist der Dunkelmeister auch befreit worden. Eine Frage, die jetzt nicht unbedingt beantwortet wurde. Spyro. Hey, Spyro, das ist eine Nacht, was? Wunderschön. Was willst du, Sparks? Warum muss ich immer was wollen? Das ist doch der schönste Tag meines Lebens, nachdem diese irre Drachenfurie endlich weg ist. Was? Cinder? Wie meinst du das, Sparks? Wow, bleib cool, mein Großer. Mann, du bist vielleicht verkrampft. Hast du schlecht geschlafen? Du solltest dir von Voltaire eine Geschichte erzählen lassen. Dabei schläft jeder ein. Sparks, was ist passiert? Okay, bist du bereit? Ich stehe also auf, um frische Luft zu schnappen. Ich konnte in der letzten Zeit nicht sehr gut schlafen, weil diese wilde Furie hier rumhängt. Und da sah ich sie, wie sie in den Garten rausschlich. Die macht mir echt Angst, Kumpel. Hör mal, meine Zähne. Na los, wir müssen sie finden.
Es ist gefährlich für sie, nachts außerhalb des Tempels zu sein. Es ist für uns alle gefährlich, nachts draußen zu sein. Abgesehen davon sagt Ignitus, du sollst warten, bis deine Kräfte zurückgekehrt sind. Weil du schwach bist. Keine Zeit zum Diskutieren, na los! Ach, du bist völlig hilflos ohne mich. Ich komme besser mit. Und? Und? Wir können laufen! Ja! Es ist wundervoll. Wir können laufen. Das Ding, wollte ja gerade nur ansprechen, warum ich im Grunde ein paar Fail-Aufnahmen hatte. Der Grund lag einfach an meinem Nunchuck. Das waren eigentlich diese üblichen Probleme nach dem Motto, Spyro läuft jetzt die ganze Zeit in eine Richtung, weil der Joystick entweder klemmt oder ja sonst welche Probleme hat, irgendwelche Leiden, ja, so in dem Sinne. Und ich konnte da irgendwie vielleicht noch gegenlenken, aber ansonsten klappt da sehr, hat da wenig geklappt. Und jetzt habe ich das tatsächlich mit einem anderen Controller gelöst, einem zweiten Nunchuck, der anfangs auch so ein bisschen verschmiert war. Ich weiß nicht, das hatte ich auch bei einem PS2-Controller, dass da einfach mal so ein komisch schmieriges Zeug einfach an dem Analogstick dran war. Keine Ahnung warum. War jetzt auch beim Nunchuck so der Fall? Keine Ahnung. Habe ich jetzt abgewischt. Hoffe, es kommt nicht mehr wieder. Wird wahrscheinlich wiederkommen. War beim PS2-Controller auch so. Ich bin jetzt echt gespannt, ob ich das jetzt wirklich, ob wir das hier durchstehen werden. Denn es ist ja auch so. Ja, jetzt kommen schon die ersten, jetzt kommen schon die ersten Wackelkontakte zum Vorschein. Ich kann ja eigentlich auch nicht einfach auf dem Wii-Menü-Button. Wir spielen das Ganze ja auf der Wii, das habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Da ist die Steuerung natürlich auch anders importiert worden, sodass man jetzt mit der Bewegungssteuerung so ein paar Angriffe macht. Also im Grunde sind die Moves immer noch genauso wie in, ja, A New Beginning. Du hast einen verzauberten Schreibfeder-Key eingesammelt. Davon gibt es 40 Stück. Sammel noch mehr, um in der Bildergalerie neue Bilder freizuschalten. Das wird etwas sein, wo ich mich schon echt freue. Also, wenn ich das wirklich schaffen sollte. Ich habe ja auch endlich mal auf einer Internetseite eine Lösung dafür gefunden. Eine Liste gefunden. Wo ich gedacht habe, ey, so eine Liste finde ich doch nie, weil die echt schwer zu finden war. Also, ich weiß nicht. Also, so eine Liste für die Federn habe ich da echt wirklich nur schwer gefunden. So, den Ort, den Tempel kennen wir ja noch aus A New Beginning. Diesmal bei Nacht. Psst, wir dürfen sie nicht aufwecken. Was? Ich verstehe dich nicht bei dieser Schnarcherei. Ja, natürlich. Okay, dann haben wir uns an den Ältesten vorbeigeschlichen und sind immer noch auf der Suche nach Cinder, die jetzt abgehauen ist. Cinder, für die Leute, die es nicht gecheckt haben, also die es noch nicht wissen, muss man ja nicht gecheckt haben, einfach so. Cinder ist in A New Beginning der Boss gewesen. Der Oberfiesling. Oder die Fiesling. Also, ist halt ein weiblicher Drache, ne? Da muss man auch erstmal, wie soll ich denn jetzt besiegen? Einfach nur hochschleudern, ne? Ich fange schon an, die Gegner einfach so irgendwie zu zerstören, weil ich die Moves eigentlich auch schon drauf habe. Von daher ist es gar nicht mal so schwer. Nee, wenn ich B drücke, ich kann das Ganze ja auch mit dem B drücken machen, ne? Genau, weil wenn ich hier einfach mit meinem, wenn ich die Wii-Fernbedienung hochbewege, macht er Aufwärtsbewegung. Ich kann auch dreimal so draufhauen, dann macht er dieselbe Aufwärtsbewegung irgendwann. Ach, keine Ahnung, irgendwann macht er die, also dieses seitliche, ne? Dieses hier, das dritte. Nee, das zweite. Ach, keine Ahnung. Nee, das vierte, okay. Und dann kann man ihn nochmal in der Luft umhauen, dieses Krötenkraut. Ich glaube, in der New Beginning hieß es noch Froschgras. Oder man macht einfach einen Hieb nach oben. Ja. Auch eine Sache, die ich früher echt sehr schwer herausgefunden habe. Denn es ist ja auch so, dass eine... Das war halt so mein erstes The Legend of Spyro Spiel, das ich so gespielt habe. So wirklich dreidimensional.
Da oben ist direkt die zweite, das zweite Schreibfederkiel-Ding. Können wir direkt mitnehmen. Ich werde auf meiner Liste mal vorlesen, was ich habe. Ich habe nämlich auch eine Liste angefertigt. Das nächste sollte sich bei einer weiteren Gegnerart befinden. Aber gar nicht mal mehr so hier. Gut, dann merke ich mir das einfach mal. Okay, ja, okay. Ab und zu muss ich da so ein bisschen konzentriert drauf bleiben. Wir müssen auch wirklich auf die Orte achten. Wenn ich da an irgendwas vorbeirenne, was ich mir aufgeschrieben habe, dann ist mein ganzes Konzept im Arsch. So, einmal draufhauen. Einmal draufhauen. Spyro. Ah, nee, ich muss nach vorne schlagen, ne? Mit dem... Ja, komm. Lass dich hochschmeißen. Ah, kommt gleich wieder. Ich muss mit dem, Nunchuck nach vorne schmeißen. Genau. Den Nunchuck schütteln. Dann wirft man ihn nach vorne. Ist eigentlich ganz nett. Cinder, was machst du denn hier draußen? Das ist gefährlich. Du hättest mir nicht folgen sollen, Spyro. Dann ist ja alles in Ordnung. Komm, wir gehen. Auf bald. Ha. Bitte, mach es mir doch nicht schwerer, als es schon ist. Ich will das doch nur verstehen. Ich geh weg, Spyro. Ich gehöre nicht hierher. Nach allem, was ich dir angetan habe, ich kann nicht bleiben. Cinder, niemand gibt dir die Schuld an dem, was passiert ist. Ich schon. Das ist nur deine Meinung. Sparks. Nein, Sparks hat recht. Und ich werde jeden Tag daran erinnert. Spyro, dein Platz ist hier. Dein Schicksal liegt hier. Meines jedoch muss ich woanders finden. Cinder, ich will nicht, dass du gehst. Auf Wiedersehen, Spyro. Können wir jetzt endlich ein bisschen schlafen? Ich habe seit Wochen immer mit einem offenen Auge geschlafen. Abwechselnd offen natürlich. Verringert den Stress, aber ich sag dir, das hat seinen Preis. Hey, hatte ich dieses Zucken schon immer? Spyro, geht's dir gut? Hey, ich würde auch gern schlafen, aber doch nicht jetzt. Gehen wir wenigstens rein, es ist dunkel draußen. Das mag ich nicht. Hallo? Jemand zu Hause? Huhu! Hallo? Ist da jemand? Hab keine Angst, junger Drache. Du bist nicht allein. Wer bist du? Was ist das hier für ein Ort? Ich habe dich hergerufen, um dich zu warnen. Die Himmelsmonde verblassen und die Zeit wird knapp. Das verhindern. Und plötzlich bleibt die Zeit stehen oder besser gesagt, sie läuft langsamer. Ja, sowas könnte man eigentlich auch mal so gebrauchen, einfach so im realen Leben so ein bisschen langsamer sein. Und zwar haben wir jetzt eine Zwischensequenz. Wie konnte das passieren? Der lila Drache hat viele Fähigkeiten, die andere nicht haben. Dazu gehört die Zeit. Lerne diese Fähigkeit zu meistern. Dann kannst du Dinge sehen, kurz bevor sie geschehen. Aber nutze diese Gabe nur, wenn es die Umstände wahrlich erfordern. Wenn man die Zeit manipuliert, muss man mit äußerster Umsicht vorgehen. Jetzt haben wir direkt etwas Neues gelernt, und zwar die Drachenzeit. Ich bin gerade so ein bisschen erschrocken, dass man die sogar... dass man die sogar vor der eigentlichen ersten Atemfähigkeit lernt. Das ist tatsächlich eine Sache, die ist mir so vorher noch nicht aufgefallen. Natürlich setzt dieses Spiel dann auch zu einem großen Teil auf diese neue Fähigkeit, die man ab und zu verwenden sollte, um über solche Plattformen rüberzukommen.
zum Beispiel. So. Wenn man wieder in der normalen Zeit ist, ladet die sich wieder auf, die Drachenzeit, und dann wartet man ein bisschen und kann dann in der Drachenzeit ein bisschen weiter voranrennen. Das Ding ist, mit der Drachenzeit ist man persönlich auch so ein bisschen schneller. Also im Gegensatz ist man relativ schneller zu der Umgebung. Also lohnt es sich definitiv, wenn man so, keine Ahnung, im Kampf ist oder so, ab und zu mal drauf zu hauen. Gerade wenn man schnelle Gegner hat, die irgendwie gerade, ja, so richtig auf Ex sind. Auf Ex, die trinken irgendwas auf Ex, ne? Alkohol. Oder Kaffee. Du scheinst deine wahre Berufung vergessen zu haben. Es ist dein Schicksal, die Kräfte der Elemente zu bezwingen. Doch du besitzt sie noch nicht. Ich habe meine Fähigkeiten schon länger nicht mehr benutzt. Ja, momentan schlummern deine Kräfte noch. Mal sehen, ob wir sie wecken können. Leere deinen Geist, Spyro, und spüre das Feuer in deinen Adern fließen. Erlaube der Wärme, deinen Körper zu durchfluten, und atme sie ein. Und jetzt erhebe dich und entfessle den Feuersturm in dir. Ausgezeichnet, Spyro. Du bist ein Naturtalent. Da das Urfeuer jetzt in dir lodert, zeige mir, dass du es auch beherrschen kannst. So, kein Drache darf einen Feueratem vergessen. Ja, wobei, das stimmt noch nicht mal so, weil es dann natürlich so Drachen wie Cyril gibt, die dann beispielsweise nur Eis können. Also jeder Drache hat eigentlich so für gewöhnlich so seinen eigenen Atem. Nur Spyro ist so ein ganz bestimmter, das wissen wir aus A New Beginning. Der kann noch viel mehr. Zum Beispiel, ja, mit der Drachenzeit ist es natürlich auch was Besonderes. Mich würde mal interessieren, ob das Ignitus kann. So. Ja. Hier nochmal so eine kleine Einweisung, die definitiv besser erscheint als die in A New Beginning. Wo man jedes Mal zurückgeschickt wurde. Und hier hat man wirklich das Gefühl von Fortschritt. Zum Teil. Das Ganze sieht natürlich so ein bisschen aus wie in der Konvexität. Ist zwar so eine Art Traumwelt. Ich war ja auch vorhin noch bei dem Dunkelmeister, ne? Es ist ja auch so, dass der Dunkelmeister... Man weiß nicht wirklich, ob er jetzt frei geworden ist. Um einfach nochmal in den Kontext von A New Beginning zu bleiben. Es kann ja durchaus sein, dass der Dunkelmeister nur geistig zurückgekehrt ist, was ich immer so persönlich interpretiert habe. Also sein Geist ist jetzt so gesehen im Freien, durch Cinder, aber seine physische Gestalt wird noch nicht, oder hat sich noch nicht offenbart, ist noch nicht zum Vorschein gekommen. So. Aber hier in den in der Traumwelt dürfte überhaupt kein Schreibfederkiel zu finden sein. Da erinnere ich mich jetzt nicht wirklich an solche Stellen. Nee, das dürfte eigentlich ganz regulär sein. So. Noch ein Stück weiter, dann ist auch das Training für den Feueratem erledigt. Und dann werden wir herausfinden, warum wir zurückgeschickt wurden. War das jetzt wirklich, um uns daran zu erinnern, was für Atemfähigkeiten oder warum oder was für Fähigkeiten Spyro hat. Ist natürlich auch so eine Sache. Und wer ist der mysteriöse Sprecher im Hintergrund? Alles Fragen, die uns später im Spiel natürlich noch offenbart werden. So. Ja gut. Ah nee, ich sag schon so, ja gut. Also, die Edelsteine grundsätzlich sind natürlich dieselben. Rot gibt immer noch Energie. Grün gibt immer noch Magie. Magie, fix und frisch. Und Blau immer noch Geistesenergie. Nur sind sie jetzt separat in einzelnen Edelsteinen aufzufinden. Was jetzt vielleicht, ja, das kann man dann gezielter einsetzen. Also definitiv vorteilhaft. Natürlich wird man die roten, scheiße.
Natürlich wird man die Roten jetzt nicht so in unendlicher Form auftreffen. Bereit? Dafür dürfte es aber Stellen im Spiel geben. Warte mal. Ich muss den jetzt nochmal zerstören. Ist das dein Ernst? Und den auch noch. Wäre ja sonst Game Over gehen, ne? Oh. Ich bin vom Fall so erschöpft, ne? Ich habe 0% meines Balkens verloren. Ah, ist ja eine ganz schlimme Sache. Ja, und man hört schon so richtig die Wii-Fernbedienung klackern, ne, wenn ich drauf drücke. Ja, es gibt einige Edelsteinarten, die sich dann auch... Jetzt möchte ich kurz mal wissen, wie der Schwall nochmal ging. Wii-Fernbedienung... Also beide nach oben, okay. Ja. Wo war ich? Einige Edelsteine wachsen entweder nach oder bleiben einfach nur bestehen und haben im Grunde so unendliche Ressourcen. Was dann natürlich auch ortsbedingt ist. Also, wenn man einen Ort hat, wo man zwingend Atemenergie braucht, dann sollte man sie auch... Also, dann gibt es natürlich solche Edelsteine. So, bald ist unsere Schwallleiste voll. Was ich ja immer ganz gerne mache, ist auf einen neuen Edelstein zu warten. In den Trainingsräumen. In der Traumwelt. Jetzt beides nach oben bewegen. Toll. Ja, warte mal. Ich will warten, bis der Edelstein zurück ist. Dann erweitern wir schon mal unsere Schwallleiste. Wobei ich die, glaube ich, so gut wie nie nutze. Also der Schwall ist eine Attacke. Nein. So, ja. Wir müssen in die Hocke gehen dabei. Obwohl ich sitze. So. Der Schwall ist eine mächtige Attacke, mit der man sehr viele Gegner im Umkreis besiegen kann. Hier sieht man es nochmal richtig spektakulär. Also wir werden jede Atemfähigkeit, jeden Schwall noch mindestens einmal sehen. Okay, den Feuerschwall jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das war das erste und einzigste Mal. Okay. Ja, yeah, man sieht jetzt, ich verliere nicht so viel Schwallenergie, weil der lilane Edelstein mir noch so ein bisschen übrig gelassen hat. So, Leute. So wie es aussieht, sind wir kurz vorm Ende der Traumwelt. Und wie es in diesem Gebäude, in diesem mysteriösen Gebäude... Ranzoomen kann man nicht, ne? Boah, man kann aber hier die Kamera bewegen mit dem Steuerkreuz. Okay, interessant. Überall sind natürlich Drachenstatuen. Ja, wie es in dem Gebäude weitergeht, das werden wir im nächsten Part klären. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.